Hallo zu einer neuen Ausgabe von Hausbesuch bei heute Katharina Kuhlmann. Die 37-Jährige wohnt hier im wunderschönen Überlingen am Bodensee in ihrer, wie sie selbst sagt, Villa Kunterbunt, gemeinsam mit Pferden, Hunden, Katzen und einem ziemlich durchgeknallten Kakadu. Und wie ich eben gerade gesehen habe, auch demnächst einem ganzen Staat an Wespen, die gerade sich unterm Dach bequem machen. Seit kurzem wohnt auch ihr Freund Ralf hier bei ihr in der Villa Kunterbunt. Und die beiden haben schon angekündigt, dass sie heute in der Sendung ein Geheimnis lüften wollen. Was das ist, das wird sie uns gleich verraten mit Ralf zusammen hier in der Villa Kunterbunt. Und ich klingle mal, das sind diverse Klingeln. Und ihr hört schon ganz viele Hunde. Hallo. Hi. Katharina, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Und ein kleines Sträußchen für dich. Dankeschön. Bitte schön. Oh, sehr goldig. Ja, dann komm rein. Dankeschön. Keine Angst. Gerne. Vor Tieren, hoffe ich. Nee, überhaupt nicht. Gut. Nee, ich habe zu Hause auch welche. Super. Ja, nimm bitte Platz. Danke dir. Wollt ihr einen Vortritt lassen? Ja, es ist sehr schön hier. Danke. Sehr, sehr schön. Wie heißt sie? Das ist die Daisy. Das ist die Daisy. Ja. Daisy ist sehr süß. Was hat es mit Daisy auf sich? Oh, Daisy hat schon einige Besitzer vor mir gehabt. Man weiß nicht genau, wie alt sie ist, weil die Papiere sind wohl nicht ganz in Ordnung. Man hat auch jetzt festgestellt, dass sie ein Laborhund war. Und also man schätzt, dass sie so um die 3 Jahre alt ist. Und ja, und ich bin jetzt Besitzer Nummer 4. Okay, und das du hast sie quasi unter deine Fittiche genommen. Sie ist ein Laborhund? Ja, leider. Es ist ja oft so, dass Beagle dafür eingesetzt werden, nach wie vor für Tests oder in der Tabakindustrie, dass sie den Rauch einatmen müssen. Das ist traurig. Also du nimmst quasi gestrandete Tiere auf hier unter deine Obhut. Du hast 2 Pferde, ich glaube Katzen auch. Eine Katze. Eine Katze. Die hat ihr eigenes Zimmer. Und diesen durchgeknallten Kakadu da drüben. Den Murphy, genau. Den Murphy, ja. Ja. Wie kommt das alles? Du kriegst quasi Tiere angetragen, die dir dann hier abgegeben werden, oder gehst du auf die Suche? Wie läuft das? Also nicht nur. Also es fing an ganz normal mit einem Hund. Und ja, dann hat mich so ein bisschen dieses tierische Fernweh oder Heimweh gepackt. Also hier alleine zu wohnen, damals war ich ja noch alleine. Es ist ein sehr, sehr großes Haus und irgendwie war es dann so ein bisschen einsam. Also ich vermisste den Papagei meiner Mutter und ich habe mir gedacht, Mensch, so ein Papagei wäre doch nett. Und wie es der Zufall so wollte, war dann so eine verzweifelte Anzeige, dass er eben abzugeben sei, der Murphy. Auch schreckliche Vorbesitzer, also ihm fielen 2 Finger an der Kralle, sein Flügel wurde gestutzt, hatte auch schon X-Besitzer. Man schätzt, hat auch nur schätzen können, wie alt er ungefähr ist. Und er fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Er sitzt ja jetzt draußen auch und schaut uns zu. Und auch er wurde halt leider misshandelt und gequält. Und deswegen war er auch so ein bisschen aggressiv, aber jetzt ist er eigentlich ganz lieb. Und die Pferde, wie bist du da jetzt so gekommen? Die Pferde war wieder so ein Kindheitstraum. Also meine Oma ist mit Pferden quasi nicht groß geworden, aber meine Oma hatte immer einen Bezug zu Pferden, auch Pferde gezüchtet. Und ich bin mit Pferden aufgewachsen und ich hatte eigentlich mir so geschworen, dass ich, wenn ich wieder in der Lage sein sollte, das beruflich zu verbinden, weil Pferde ist halt, wenn man sie selber am Haus hat, wirklich wie ein Kind. Also das war natürlich mit meinem Beruf sehr, sehr schwierig, das zu vereinen. Aber als ich dann 2010 den Entschluss fasste, du trittst jetzt mal kürzer, kam dann auch dann nach kurzer Zeit, schon 2012, das Pferd, das erste Pferd. Und mittlerweile sind das 2, die sich hier sehr wohlfühlen, glaube ich. Mhm. Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen? Du bist ja gebürtige Hannoveranerin. Genau. Bist dann irgendwann mit deinen Eltern hier nach Überlingen gezogen. Richtig, meine Oma war auch Hannoveranerin. Sie hat 1959 hier gebaut. Sie war Architektin, was ich sehr cool fand zu einer Zeit, weil da war eigentlich immer die Frau Krankenschwester oder Hausfrau. Und sie hat ja inspiriert durch eine amerikanische Postkarte aus Florida diesen Stil dann umgesetzt, also ein Bungalow. Und heute ist es normal, aber zu der Zeit, in den 60er Jahren, gab es eigentlich keine Bungalowhäuschen. Und ich finde es sehr, sehr cool und deswegen war es mir auch so wichtig, als mein Vater entschied, das Haus zu verkaufen, weil sein Herz einfach nicht dran hing, dass ich gesagt habe, mach das nicht, lass es mich bitte übernehmen. Er sagte, das ist eine versteckte Kostenfalle und da ist auch noch eine Hypothek drauf. Und puh, ich will nicht sagen, manchmal bereue ich es, aber es ist schon doch auch eine Belastung, das alleine so als Frau zu stemmen. Weil es war sehr, sehr viel Arbeit. Also ich musste sehr, sehr viel renovieren, erstmal eigentlich nur Außenschadensbegrenzung. Ich glaube, jeder, der ein Anwesen hat, weiß, wie wichtig es ist, den Garten zu pflegen. Und so ein Haus muss halt auch immer regelmäßig renoviert werden und einfach in Schuss gehalten werden. Und das wurde 20 Jahre nicht gemacht.
Deswegen also eigentlich richtig leben hier, kann man sagen. Ich lebe eigentlich erst seit knapp 5 Jahren jetzt hier. Richtig. Okay, und vorher hast du alles renoviert. Warum wollte dein Papa verkaufen? Mein Vater hat nach dem Tod meiner Mutter eigentlich überhaupt keinen Bezugspunkt mehr hier in Überlingen gesehen. Er war auch sowieso sehr viel in der Schweiz. Das war auch der Grund, warum er hier so als Zwischenstopp war. Wollte beruflich eh in die Schweiz, nach Afrika. Jetzt lebt er in Zypern. Hat jetzt auch geheiratet, eine Frau aus Odessa. Und ist egal, wann ich mit ihm skype, ich muss immer gucken, wo bist du denn jetzt? Und ich meine, er wird jetzt 74, finde ich schon cool. Also ein cooler Globetrotter-Papa. Ja. Und das hat ja auch irgendwie auf dich abgefärbt. Ne? Du hast ja ein sehr buntes Leben mit deinen 37 Jahren, die du erst jung bist. Aber dazu vielleicht später mehr. Deine Mutter ist an Krebs gestorben. Leider, ja. Du selbst hattest auch in jungen Jahren Krebs. Wie bist du damit umgegangen? Ich hatte oft schon so die ersten Vorzeichen, also so mit Polypen in der Gebärmutter und Zysten. Und das war schon immer nicht so ganz in Ordnung. Und ich bin aber dem immer ziemlich radikal aus dem Weg gegangen und habe gedacht, mach, mir kann eh nichts passieren, so, ne? Ich bin jung und unsterblich. Und ja, auch irgendwann hat es auch mich dann doch ganz schön, sage ich mal, erwischt, als ich dann merkte, oh je, jetzt hast du ein Magengeschwür und meine Organe waren auch nicht mehr so in Ordnung und Vorstufe eines Magentumors. Und das war dann nicht mehr so wirklich witzig, weil dann hatte sich auch so diese Angst auf einmal ausgebreitet, so hey, oh Gott, was ist, wenn jetzt diese Krankheit stärker ist als ich? Aber da ist eigentlich der wichtigste Punkt, also man muss sich halt gesund denken und ich habe das auch sehr, sehr gut in den Griff gekriegt durch psychologische Betreuung. Einfach auch, dass man erkennt, woher kommt das jetzt, woran, was ist die Ursache und was kann ich also mental tun, dass mein Körper glaubt, er ist gesund. Also ich habe nicht der Krankheit Nährboden gegeben, sondern mich eigentlich schon im Zustand des Gesundseins gesehen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zu einfach, aber das war eigentlich der Grundstein, weil die Psyche ist das A und O. Und ich weiß auch, meine Mutter ist halt sehr krank geworden, weil sie sehr, sehr traurig war und auch sehr alleingelassen hier, weil mein Vater eben immer weg war. Ich war auch viel weg. Ich bin gleich nach dem Abitur nach Ulm in die nächstgrößere Stadt abgedüst und mich hat halt nicht wirklich viel gehalten hier. Hatte auch nicht so Anschluss hier gleich gefunden. Das ist schon was anderes, ob man mal kurz in Überlingen Urlaub macht bei der Omi, so ein bisschen Reitferien, oder ob man dann wirklich hier lebt. Aber ich muss sagen, ich bereue nicht einen Tag. Ich bin so froh, dass ich hier zurückgekommen bin. Ich habe auch ganz toll Anschluss hier gefunden. Das ist wirklich mein Zuhause. Also in Hannover ist meine Oma begraben und meine Mama. Aber sonst habe ich eigentlich gar keinen Bezug mehr zu Hannover. Also ich kann wirklich sagen, Überlingen ist mein Zuhause, meine Heimat. Ist auch eine wunderschöne, lebenswerte Region hier unten. Ja. Du bist dann relativ schnell in der Tuning-Szene heimisch geworden hier am Bodensee. Ja. Wie passiert das denn bei einem jungen Mädchen? Das ist ja nicht unbedingt das, was das Naheliegendste ist, wenn man hier nach Überlingen kommt. Das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, wäre ich in Hannover geblieben, hätte ich, glaube ich, nie so die Affinität zu Autos entdeckt. Hier am Bodensee war ich natürlich darauf angewiesen, ganz schnell Leute zu finden, die ein Auto haben, weil Busanbindung und so weiter. Ich meine, Hannover fährt nachts so viel auf die U-Bahn. Ja, das ist halt eine andere Welt und da bist du auch nicht aufs Auto angewiesen. Aber hier ohne Auto hast du halt wirklich verloren, wenn du gerade mal so ein bisschen raus willst. Und dann merkte ich so, dass es hier so echt einige verrückte Gruppierungen gibt. Das war dann so die VW-Gangs, das war dann so die Corrado-Gang, GTI-Fahrer. Und die verbrachten wirklich die komplette Freizeit in der Garage und haben wirklich jeden Cent oder damals noch Pfennig ins Auto gesteckt. Und am Anfang habe ich das belächelt und irgendwann habe ich es mal verstanden. Und als ich dann mein erstes Auto hatte, war das natürlich auch gleich kein normales Auto. Ich habe gesagt, so, ich warte lieber und hole mir dann gleich was Vernünftiges. Das war dann BMW Z3 aus den USA. Und dann war ich mal in so einer Quiz-Sendung Risiko im ZDF und da habe ich 4 Tage lang mit dem Thema Vitamine, Metabolismus, also im Stoffwechsel, alles gewonnen und den Höchstpreis gewonnen. Und dann sagt er so, na, was gönnst du dir jetzt mit dem Geld? Und ich glaube, jedes Mädel hätte was, ich gesagt, ich mache eine Wellnessreise. Und ich sage, ja, ich tue mein Auto, ich brauche ein Chip-Tuning, ich brauche andere Felgen, Federn brauche ich auch. Und dann war so ein bisschen die Überraschung, so, was, wieso interessiert sie sich jetzt so für Autos? Und so habe ich halt schnell Blut geleckt und wurde so eine Infizierte von ihnen, sage ich mal. Seit 2003 gibt es ja am Bodensee in Friedrichshafen die Tuning World Messe. Du warst die erste Miss Tuning. Wie ist es denn dazu gekommen? Das war ganz lustig. Es gab eben die Einladung zur Miss Tuning Wahl und ich hatte die Möglichkeit, entweder gehe ich zum Marienhof-Casting nach München oder ich mache hier in Friedrichshafen mit. Und ich kannte jemanden, die da gearbeitet hat und die meinte, oh, bitte, bitte, Katharina, du bist prädestiniert dafür. Wir brauchen wirklich mehr als nur jetzt ein Püppchen. Es muss halt wirklich eine sein, die diese Tuning-Szene auch wirklich wiedergeben kann. Und ich habe gesagt, du, pass auf, ich mache keine Misswahl. Ich laufe nicht rum wie so ein Zirkuspony im Kreis mit so einer Federboa auf dem Kopf.
Und sie hat, nein, das ist wirklich, wir suchen eigentlich mehr ein Werbegesicht, ein Pressegesicht, die halt wirklich diese Thematik lebt und auch in Interviews und so weiter wiedergeben kann. Auch reden kann. Nicht nur hübsch aussieht. Genau, nicht nur den Kopf zum Haarekämmen nutzt. Ich meine, ne, wie bist du zum Tuning gekommen? Mit dem Bus wäre vielleicht nicht so cool. Und also, da ich sage, okay, dann machst du da mit. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, ganz ehrlich, dass das so Wellen schlägt. Ich habe mir unter der Messe noch nichts vorstellen können. Ich habe am Anfang das noch so ein bisschen belächelt und gedacht, naja, hoffentlich gibt es die in ein paar Jahren noch, die Messe. Und das ist ja wirklich geradezu explodiert. Ich meine, das ist jetzt die größte Tuning-Messe Europas. Also das hatte ich natürlich komplett unterschätzt. Woher soll ich es auch wissen? Das war ja gerade noch in den Kinderschuhen. Und ich habe der Messe eigentlich alles zu verdanken. Deswegen bin ich auch nach wie vor bei jeder Misstuning-Wahl sitze ich in der Jury. Wenn die Messe mich braucht, ich bin da. Und jetzt mittlerweile, ja, ist das schon 12 Jahre her. Schönheit ist eines deiner Kapitale, will ich mal sagen, die du hast. Gewesen. Ja. Gewesen. Ich bin so froh. Ich bin froh, dass ich mich davon eben frei machen konnte. Weil auch gerade durch diese Krankheit habe ich natürlich auch überlegt, hey, was passiert jetzt? Weil du merkst auf einmal, okay, dein Job und dein Leben, deine Existenz hängt wirklich nur von deiner Optik ab. Und das fand ich sehr traurig, weil ich dachte, mich macht doch einiges mehr aus als jetzt nur eine hübsche Hülle. Und so habe ich dann halt für mich entschieden, Mensch, finde auch mal zu dir, wer bist du wirklich? Ich bin ja auch in so eine Art, ich will nicht sagen Rolle reingerutscht, aber ich hatte nicht wirklich eine Wendeplatte in Sicht. Und in dieser Branche musst du natürlich auch jung sein. Ich meine, es gibt wenige, sag ich mal, Moderatorinnen, die über 40 sind. Da gibt es vielleicht 3 oder 4, die es wirklich geschafft haben. Aber machen wir uns nichts vor, als Frau ist die Zeit einfach begrenzt. Und ich wollte nicht auf Teufel komm raus dieses junge Püppchen sein müssen. Und in dem Moment, wo ich mich davon auch mental befreit habe, desto besser geht es mir eigentlich. Und das war das Beste für mich, also was ich tun konnte. War das ein Prozess, der auch mit deiner jetzt veganen Lebensweise zu tun hat? War das alles eine zeitliche Einheit, die dein Leben komplett umgekrempelt hat? Also quasi mit dem Schönheitswahn zu brechen, ja, und sich völlig neu aufzustellen? Doch, das stimmt. Also 2011 war noch meine letzte, sag ich mal, so wie so ein Feuerwerk. Da habe ich noch mal alles, war noch mal so alles hell erleuchtet am Himmel und dann war Schluss. Also ich war auf dem Cover der FHM. Ich habe in Las Vegas meine Lacke ausgestellt, meine lackierten Folien und meine Effektlacke. Was natürlich auch nicht schlecht ist für ein deutsches Fräulein, das jetzt auf der weltgrößten Messe ihre Produkte Männerdomäne? Zeigt. Männerdomäne, ganz klar. Komischerweise habe ich genau in diesem Jahr dann für mich entschlossen, ich möchte nicht mehr. Ich habe alles hinterfragt und auch erkannt, dass das alles sehr, sehr oberflächlich ist, dass der Druck unglaublich stark ist. Und ich hatte einfach ein ganz starkes Bedürfnis, nach Hause zu kommen und festgestellt, dass ich eigentlich traurigerweise gar kein Zuhause habe, sondern nur diese Scheinwelt. Alle haben mich beneidet, Mensch, du bist wieder hier, du bist wieder da, das ist so toll, das ist so aufregend. Keine Frage, ein paar Jahre sicherlich. Aber wenn man nicht irgendwo auch eine gewisse Basis hat, wo man seine Akkus auch mental wieder aufladen kann, man kommt nach Hause in ein leeres Haus, um Wäsche zu waschen, dann fällt man auch in ein ziemliches Loch. Und wenn man sich dann nur über Wasser hält, durch Jobs und Projekte und sich darüber definiert und auch sein Umfeld einen nur darüber definiert, was man leistet, dann ist dann mit Selbstliebe nicht mehr so viel übrig. Also du hast quasi in zweifacher Hinsicht deine Heimat gefunden, zum einen in dem Haus, zum anderen mit deinen Tieren. Es gibt, glaube ich, noch eine dritte Heimat, das ist deine vegane Lebensweise, über die ich dir mit dir gleich gerne sprechen möchte, im zweiten Teil von Hausbesuch bei Katharina Kuhlmann. Wir sind zurück im Hausbesuch bei Katharina Kuhlmann und wie man unschwer erkennen kann, wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen. Murphy hat sich mittlerweile auf meine Schulter begeben und Katharina meint, das geht auch in der Regel ganz gut, dass er mir nicht das Ohr abkaut, oder? Nein, ich habe extra ein Handtuch drunter gelegt, weil er dann doch auch ein bisschen, das kann auch ein bisschen schmerzhaft sein mit seinen Krallen und ab und zu erleichtert er sich auch und jetzt will er, ja, das ist jetzt will er schmusen. Ja. Ja, das ist gleich so schockverliebt, ne? Der hat ganz warmen Schnabel. Vielleicht liegt das im Wetter. Sag mal, Katharina, wir haben es gerade vorhin vor der Werbepause gesagt, du bist vegan seit mehreren Jahren, bist mittlerweile auch Botschafterin der veganen Gesellschaft. Mhm. Wie definierst du dein veganes Leben? Was ist für dich vegan? Also vegan heißt für mich Tierschutz in erster Linie. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat sie denn jetzt so einen exotischen Vogel hier? Murphy habe ich aufgenommen, weil Murphy leider nicht so sozial ist. Er hat also auch seine Artgenossen angegriffen und wurde halt
aufgezogen von einem Mann. Deswegen ist er auch sofort so, auch bei Männern gleich so ein bisschen Papa, ne, fixiert und denkt so, ja, das ist alles in Ordnung. Murphy, ja, wie gesagt, wurde ja auch misshandelt. Deswegen habe ich ihm einfach ein Zuhause gegeben. Also ich möchte die Stimme sein für Tiere. Ich bin das übrigens auch für Kinder. Da helfe ich auch in vielen Hilfsorganisationen. Ich möchte also allen eine Stimme geben, die keine haben. Und dieses Thema vegan ist für mich eigentlich eine Lebensweise ohne Wendeplatte, weil ich mir sage, nur durch die eine vegane Lebensweise können wir wirklich, sag ich mal, diese krassen Zustände wie Massentierhaltung und Ausbeutung wirklich nur kippen. Und ich bin froh, dass jetzt immer mehr dazukommen. Also ich glaube, in Deutschland haben wir mittlerweile 1 Million Veganer. Überwiegend Frauen, habe ich so das gefühlt. In meinem Umfeld sind es fast nur Frauen, die und meistens vegan aber auch dann die Partner, die müssen dann mitziehen, ne? Ja. Du hast ja auch den Peter-Spot gemacht, genau, wo Peter du dich hüllenlos gezeigt hast. Das war, glaube ich, 2013. Soll das dann mehr die Männer auch ansprechen, dass auch die das Bewusstsein langsam kriegen? Es war halt dieser Trick Sex Sells. Also ich habe halt mit meinen Reizen gespielt. Man hat nichts gesehen. Ich war unter so einem Laken, Bettlaken. Aber es war halt genau dieser Effekt. Man möchte zugucken und hofft, dass vielleicht man noch mehr sieht. Was man dann mehr sieht, sind eigentlich schockierende Bilder, aber nur so hat man sie gekriegt. Es ist eigentlich hart, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, aber nur so konnte ich wenigstens die Chance nutzen, dass mal so ein paar sich mit dem Thema auch mal auseinandersetzen. Ich war früher genauso. Ich habe gedacht, hey, ich bin Vegetarierin, ich bin Tierschützerin und erst als ich mich mit dem Thema wirklich befasst habe und auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wow, Milchkonsum ist alles andere als tierfreundlich oder tiergerecht. Das war vielleicht vor 100 Jahren noch so, dass man ein bisschen Milch der Kuh genommen hat und das Kälbchen blieb bei der Kuh und alles war in Ordnung. Aber diese Industrie, die heute dahinter steckt, das ist einfach für mich nur noch Tierquälerei. Mit Veganen verbindet man vielleicht als Nicht-Veganer Körner essen, sich den Genuss des Lebens absparen und nur quasi der Sonne abholt sein. Genau. Also ein total ödes Dasein für. Das ist es für mich nicht. Ne? Also so ein Öko-Freak, sage ich jetzt mal, bin ich nicht. Ich wollte auch mich wirklich auch nicht mit diesen Leuten in eine Schublade stecken lassen. Ich möchte eigentlich durch meine Lebensweise zeigen, dass einem veganen Lebensstil überhaupt man überhaupt auf nichts verzichten muss. Also Leben mit Genuss. Leben mit Genuss, es ist kein Verzicht, sondern eher eine Bereicherung. Es ist natürlich auch interessant für Menschen mit Allergien. Die sind natürlich sehr, sehr erfreut darüber, dass ich Torten backe oder Kuchen backe und dass es wirklich für alles Alternativprodukte gibt und eine Möglichkeit. Also dem echten Veganer ist das auch völlig Wurst. Es ist auch völlig egal, ob man jetzt eine Tofu-Wurst hat oder nicht. Aber ich finde gerade jetzt, wenn man eine Feier ausrichtet und man dann die Leute überrascht und sagt, das war aber übrigens alles vegan, was ihr gegessen habt und keiner es geglaubt hat, dann hat man eigentlich alles erreicht. Und damit möchte ich einfach zeigen, dass die Küche vielseitig ist, dass sie auf 2-Sterne-Niveau betrieben werden kann. Dass es also nicht so ist, dass wir nur Körner, Styropor und Karotten essen. Ja, und irgendwie, wie du sagst, irgendwie mit Sandalen rumlaufen und in einem Leinentuch gehüllt. Das finde ich schade, sondern vegan ist cool. Natürlich machen das jetzt viele auch so als Trend mit so die Sommerdiät 2015. Für mich ist das eigentlich natürlich weit mehr als nur eine Diät. Ich musste das jetzt nicht machen, weil ich jetzt irgendwie abnehmen wollte. Aber der positive Effekt war einmal, dass ich gesund wurde, aber auch, dass sich mein Hautbild unglaublich verbessert hat. Ich habe jahrelang unter schwerer Akne gelitten. Das ist natürlich blöd, wenn man im Fernsehen arbeitet, oh, bitte nicht HD mit Frau Kuhlmann, auch keine Close-Ups, Achtung Akne. Das war schlimm und das war also keine Teenager-Akne, sondern die hatte ich ja bis 33 noch, also richtig massiv. Und auch als Vegetarier, das lag aber bei mir an den Konsum von Milchprodukten. Jetzt kochst und backst du auch, du hast auch einen Videoblog bei YouTube, wo du diese Rezepte anbietest. Genau. Wie kommt das an? Das kommt ganz gut an. Ich habe ein sehr junges Publikum, die auch gar nicht irgendwie von meiner Vergangenheit wissen, dass ich jetzt mal so Miss Tuning war oder eben im Motorsport oder Tuning, in der Tuning-Szene aktiv war. Das finde ich sehr, sehr schön. Viele Mütter habe ich so als, sag ich mal, als Zielgruppe. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ich auch gerade eben Kinder erreichen möchte. Jetzt mache ich als nächstes so eine Puppentorte, so eine Barbie-Puppe in der Mitte und dann wird das so eine Puppentorte, dass ich so ein bisschen auch mehr dazu anrege, dass die Frau von heute auch sich Zeit nimmt zu sagen, ich koche oder ich backe mal selber mit meinen Kindern auch zusammen. Und gerade eben, wenn es mit Kindern macht und es den Kindern schmeckt, dann hat man ja schon mal irgendwie sowieso gewonnen. Und wenn es Kinder können, dann kann es auch, sag ich mal, der Junggeselle von nebenan. Dann kann mir keiner erklären oder sagen, ja, aber es ist mir zu kompliziert. Und ich möchte wirklich so kochen, dass es jeder kann, ohne irgendwie viel Ersatzprodukte erstmal im Internet bestellen zu müssen, sondern wirklich mit den absoluten Basics
dass man da ganz, ganz, ganz viel leckere, einfache Sachen zaubern kann. Und das kann man lesen von dir in veganen Fachzeitschriften und auf YouTube kann man das verfolgen. Genau. In deinem Videokanal. Katharina, bis dahin ganz herzlichen Dank. Nochmal eine kleine Pause und dann melden wir uns zurück mit dem dritten und letzten Teil von unserem heutigen Hausbesuch bei Kathi Kuhlmann. Da sind wir zurück im dritten und letzten Teil von Hausbesuch bei Kathi Kuhlmann. Wir sind mittlerweile, weil es draußen so heiß war, ins Wohnzimmer umgezogen. Und statt Murphy auf der Schulter haben wir jetzt Ralf, den Freund von Kathi, hier bei uns auf der Couch. Schön, dass du da bist, Ralf. Dankeschön, ja. Du bist auch bekennender Veganer. So habt ihr euch auch, glaube ich, kennengelernt. Und bist beruflich auch in dem Bereich unterwegs, gemeinsam mit einem veganen Bodybuilder. Das würde ich gerne mal von dir erklärt bekommen. Genau, also das war so, zusammen mit meinem Freund Karl haben wir uns, oder Karl und ich, wir haben uns entschlossen, vegan zu werden. 2010 war die Idee, da sind wir irgendwie gescheitert, weil wir es nicht richtig gewusst haben, wie das ging. 2012 haben wir dann den neuen Anfang gemacht und gesagt, hey, 1.1.2012, jetzt vegan, jetzt richtig, auch Bücher gelesen, sich informiert, dann Gas gegeben. Wir waren so davon überzeugt, dass wir gesagt haben, hey, das müssen wir auch einfach den Leuten da draußen eben mitteilen, dass das der richtige Weg ist für uns. Und dann haben wir eben, das war zum Mai 2012 und den YouTube-Kanal gestartet von Karl. Das war dann ein sehr erfolgreiches Projekt. Wir haben ganz viele Leute eben, die sich für das Thema Fitness, Ernährung und Gesundheit interessieren, beigebracht oder mitgeteilt, ja, dass die pflanzliche Ernährung eben gerade für Leute, die Sport machen, sehr viele Vorteile bringt. Das heißt also der Klassiker, dass Bodybuilder unbedingt tierische Produkte brauchen, um ihre Muskelmasse aufzubauen, das wollt ihr mit eurer Produktlinie auch widerlegen? Ja, zum einen ist es natürlich so, der Karl sagt immer, du solltest eigentlich ein gutes Vorbild sein, das Vorleben. Und was man wirklich sehen kann, ist auch die eigene körperliche Entwicklung. Also, dass man Muskulatur aufbauen kann, dass man Körperfett verbrennen kann und das alles eben pflanzlich. Und natürlich, wie du auch schon angesprochen hast, im Bereich Fitness gibt es auch natürlich die vielen Nahrungsergänzungsmittel. Leider sind die meisten Produkte eben mit tierischen Inhaltsstoffen, ganz beliebtes Produkt eben das Molkeprotein, wobei das viele Leute natürlich auch Probleme bereitet bei der Verdauung. Es gibt pflanzliche Alternativen, wie zum Beispiel Reis- und Erbsenprotein. Und das haben wir jetzt mit unserer eigenen Produktlinie eben auf den Markt gebracht, um da eben den Leuten, die den veganen Weg eben wählen, eine entsprechende Alternative zu bieten. Jetzt seid ihr beiden ungefähr zeitgleich quasi vegan geworden. Könntet ihr euch vorstellen auch, oder hättet ihr euch vorstellen können, mit einem Fleischesser, sag ich mal, euer Leben zu teilen? Ihr seid ja ganz frisch zusammen, ja? Ja, das ist, wenn ich kurz beantworten darf, es ist schwer. Ich bin auch froh, dass er Veganer ist, ganz ehrlich, weil dieses Thema Fleisch, es fängt dann schon an, ist bei der Zubereitung für mich stinkt es unglaublich und ich habe also eine regelrechte Aversion auch. Und auch der Gedanke dahinter, hey, du isst jetzt hier einfach ein totes Tier. Ich glaube, das wäre früher oder später darauf hinausgelaufen, du musst dich ändern. Also bin ich so froh, dass er von vornherein vegan war und das auch komplett lebt und diesen Markt eben auch so bedient. Finde ich super. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, ihr habt euch letztes Jahr kennengelernt. Du bist vor wenigen Wochen oder Tagen, könnte man fast sagen, hier eingezogen bei Katharina. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Die Brücke geschlagen hat ein Freund von mir, der auch in der veganen Szene unterwegs war. Der hat dein Promi-Dinner gesehen, hat gesehen, die Kathi, die kocht ganz gut und hat gedacht, hey, eigentlich, sie macht was Tolles, aber sie hat jetzt nicht im Internet so diese Zuhörerschaft und hat gedacht, hey, die soll vielleicht mal jetzt mit meinem Kumpel Karl ein paar Videos machen. Und ich kannte die Kathi von früher, also nicht direkt, aber ich hab früher die Infozeitung ausgetragen und da waren immer diese Artikel drin über die Tuning-Geschichte und darüber kannte ich dich dann schon. Also war die Kathi war mir ein Begriff und dann hat sich natürlich mein persönliches Interesse danach dann durchgesetzt. Ich habe bis heute nicht für Karl gebacken übrigens. Also bis heute ja, steht das noch aus. Nicht zu dem Video gekommen, dann ist was anderes passiert. Ja. Okay. Ja. Ich habe unseren Zuschauern ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass alle, die euch kennen und jetzt auch wissen, dass ihr ein Paar seid, dass ihr für die eine Überraschung parat habt und dass ihr dieses Geheimnis heute in der Sendung lüften wollt. Und da bitte ich euch jetzt, den Vorhang quasi aufzuziehen, aus Spaß oder Ernst. Wir lassen die Katze aus dem Sack. Also ja. Da ist was drin. Ja, also ich habe irgendwie nicht schlecht gegessen oder so. Ich bin im fünften Monat schwanger.
Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön, ja. Was wird's, ein Junge, ein Mädchen? Vermutlich oder? Ein Junge. Die erste Prognose war ein Mädchen. Jetzt auf einmal liegt es doch irgendwie nahe, dass das mehr als nur Nabelschnur ist. Jetzt, ich bin gespannt. Also ich, Hauptsache gesund. Ich freue mich drauf und vor allem ist es für mich ganz, ganz wichtig oder was mich halt so freut, ist, dass meine Blutwerte toll sind. Also ich habe eine ganz tolle Frauenärztin, die es auch betreut und sagt, sie können machen, was sie wollen, solange ihre Blutwerte so top sind, ist das alles in Ordnung. Ist das alles kein Problem? Genau. Mit dem Lebensstil und der Schwangerschaft, genau. Alles kein Problem. Weil das polarisiert halt eben auch nochmal, wenn man sagt, man ist vegan und schwanger, dann kämpft man da eben auch noch gegen so Mythen an. Aber ich denke, wir werden jetzt hier so mal den Grundstein legen dafür, um zu zeigen, hey, vegan heißt nicht irgendwie keine gesunden Kinder zur Welt bringen zu können. Und wenn sie Nahrungsergänzungsmittel braucht für ihre Schwangerschaft, dann entwickle ich die kurz mal. So einfach geht das, ja. Das ist wunderschön. Gibt's denn, du hast vorhin gesagt, deine Mutter ist früh verstorben. Leider, ja. Ist das so eine Sache, die du gerne mit ihr geteilt hättest jetzt? Oh, oder ja. Ihr das gezeigt hättest? Ja, ich hätte ihr auch gerne gezeigt, schau mal, was sie hier gemacht hat. Was ist genau ihr Stil, den ich jetzt... All das ist ja sie. All das lebt durch mich eigentlich weiter. Sie war Grundschullehrerin, sie hatte also ein ganz tolles Händchen für Kinder. Sie war eine fantastische Köchin, sie war eine wundervolle Mutter, eine wundervolle Ehefrau. Und dieses ganze... Ich habe es immer so als Tüdelkram bezeichnet. Früher hatte ich noch nicht so eine Passion dafür. Und jetzt, wo das so lebt, hätte ich so gern sie einfach da, um ihr zu zeigen, schau mal, was aus mir geworden ist von dieser... Ich war halt immer so mehr so der Junge. Aber sie wusste, irgendwann komme ich dann auch mal auf den richtigen Weg sozusagen. Ich hätte sie natürlich gern dabei. Und einfach so als Oma und klar, und sie fehlt mir auch. Also ich suche so auch so diesen mütterlichen Bezug einfach. Ich habe auch keine Oma mehr leider, auch beide schon tot. Und man möchte halt auch schon gerne mal irgendwie so eine Frau um sich haben, die einem einfach jetzt in dieser Zeit so ein bisschen mental unterstützt. Aber sie ist da und sie sieht mich. Und dann ist alles gut. Und vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Frau dem Jungen hinterher. Und er hat ja noch eine Mama. Ihr kriegt ja noch eine Tochter und du hast eine Schwiegermutter. Genau. Also insofern ist da doch die familiäre Einbindung noch gegeben. Ich wünsche euch alles Gute, ihr Lieben. Dankeschön. Und mal schauen, vielleicht kommen wir nächstes Jahr bei euch vorbei und wenn der oder die Kleine laufen lernt. Ja. Herzlich willkommen, jederzeit. Danke für die Einladung und alles Gute euch beiden. Dankeschön. Bis dann. Liebe Zuschauer, das war Hausbesuch bei Kati Kuhlmann und Ralf und Mr. oder Mrs. X. Wir melden uns in genau 4 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe des Hausbesuchs. Bis dahin, tschüss.